Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder mit mir auf die Jagd geht. Schön, dass ihr einschaltet. Willkommen. Wir sind wieder an derselben Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Natürlich immer noch in Matariki Park. Das werden jetzt die letzten Tage sein. Danach werden wir wieder normal in die Map Rotation einsteigen. Ja, dann werden wir wieder ganz normal durch die fünf Maps durchwechseln. Ich denke mal, wir werden dann wieder in Afrika weitermachen nächste Woche. Aber ja, gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal hier uns noch ein bisschen umschauen. Letztes Mal haben wir uns noch ein bisschen die eine Story-Mission angeschaut. Und heute werden wir aber einfach nur nochmal ein paar Tiere schießen. Ja, und so ist der Plan. Einfach ein paar schöne, also hoffentlich schöne Tiere uns holen. Das sind Wildschweine. Ihr seht vielleicht schon, ich habe gerade ein paar Schweine auch verfolgt, die jetzt aber gerade ein bisschen Schabernack treiben. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, wo sie hin sind. Doch, alles gut, Leute, ich sehe sie. Problem ist, die laufen straight in meine Richtung. Vielleicht sollte ich den Hochstand mal benutzen, weil ansonsten stehen die Tiere vielleicht gleich vor mir. Limit erreicht. Leben am Limit, sage ich dazu nur. So. Ja, wo habe ich denn die Dinge überall stehen? Oh, einpacken. Nutzt man eh kein zweites Mal, würde ich sagen. Oh, hier stehen gleich drei nebeneinander. Okay, alles klar. So, gehen wir mal hoch auf den Turm. Und dann gucken wir doch mal, ob die Wildschweine uns gut gesinnt sind. Gesinnt? Ja, gut gesonnen, gesinnt. Mhm. Ich sehe auf jeden Fall keins. Das ist schon mal nicht so gut. Die waren doch hier unten. Wo sollen die denn sein? Die müssen doch da unten am Fluss irgendwo stehen. Ja, so viel dazu. Ich weiß genau, dass ihr da seid. Ich glaube, ich habe auch einen Locker für Wildschweine dabei. Ja, guck doch mal hier. Vielleicht benutzen wir den einfach mal eben. Und locken einfach ein Tier mit guten DNA-Wert an. Ja, da ist bestimmt ein Eber dabei, der hier zwei oder drei Sterne für uns bereithält. Wäre zumindest ganz geil. Wahrscheinlich nicht, aber... Wir können es ja mal probieren. So, ansonsten können wir schon mal gucken. Sind das da hinten Tiere in der Ferne? Könnte sein. Weiß ich nicht. Ist zu weit weg. 1,5 Kilometer. Ich glaube, das könnte ein Tier sein. Boah, das wäre mal ein Weitschuss, der sich lohnen würde, hä? So, da kommt ein Wildschwein. Offensichtlich. Ein erwachsenes Wildschwein. Oh, doch, hier. Drei Sterne ausgewachsen, ich hab das doch gesagt und es ist wirklich eins da. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr habt mir nicht geglaubt. So, jetzt müssen wir es nur noch aus dem Gebüsch da locken. Das dauert mir schon wieder ein bisschen zu lange. Aber gut, warten gehört natürlich auch dazu, zum Jäger sein. Und da kommt unsere Beute. Oh, geil. Geil. Drei Sterne Wildschwein, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Damit kann man doch die Folge schon mal ganz gut starten, würde ich sagen. Wenn wir es denn auch treffen zumindest. So, da kommt's. Da tritt es aus dem Schatten. 50 Meter, ist okay. So, wir können auch auf den Kopf schießen, ne? Bedenket. Das werden wir auch tun. Ist schon saftig, saftiges Teil, oder? Was war das? Sambar, ganz in meiner Nähe, aber dafür sind wir nicht hier. Wir sind für den Kollegen hier. Und wir gehen mit dem Kopfschuss, wie ich gesagt habe. Ich hoffe, der hat jetzt drei Sterne, aber ich denke, das war er auch. Ja, und dann müssen wir nochmal kurz schauen, ob wir den Sambar, der hier irgendwo neben uns stand, ob wir den auch sehen, aber ich glaube nicht. Nee, sieht er nicht so aus. Okay, lief doch ganz akzeptabel. Ja, fürs erste Tier. 4 Minuten für ein Tier? Naja, okay. Habe ich auch schon besser gesehen, aber gut. Holen wir uns mal die Sau und dann geht's weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben das normale Lauftempo schneller gemacht. Ich weiß nicht, wieso, Leute. Ich weiß nicht, warum mir das so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, man ist schneller unterwegs, wenn man inzwischen einfach nur läuft. Kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung, Leute. Ihr spielt doch das Spiel auch. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob nur mir das so vorkommt oder ob die wirklich das Lauftempo in irgendeinem Update erhöht haben. Naja, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. So, wir haben da drüben immer noch die ganzen Wildschweine. Wir gucken nämlich mal kurz, ob noch irgendjemand dabei ist, der sich lohnt. Höchstens hier so ein ausgewachsenes Weibchen vielleicht. Naja, gucken wir mal. Gehen wir erstmal hier zu dem Kollegen.
Hörner haben wir getroffen. Auch wenn es fast ein bisschen zu hoch war, der Schuss, aber es ist in Ordnung alles. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ich hätte natürlich hier auch durch den Hals aufs Herz und so schießen können. Ich weiß aber nicht, ob das durchgedrungen wäre. Ja, das ist schon ein dicker Hals, ne? Kann man nichts gegen sagen. So, ansonsten Jagdbewertung 5 Sterne und Trophäenbewertung 3 Sterne. So kann sich das sehen lassen. Haha, Error 404 ist auch am Start. Ja, geil, 75%. 421 Trophäenwertung, die klassische 421 mal wieder. Du kommst in meine Sammlung. Nehmen wir mit. Okay, so. Dann, das war das ausgewachsene Weibchen. Das ist das einzig ausgewachsene Weibchen, was ich jetzt auch gesehen habe. Wir gucken mal, ob sich eine Chance ergibt. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass sich hier irgendwie eine Chance ergibt. Aber wir können ja mal ganz kurz uns hinlegen und warten, dass das Tier sich dreht um 90 Grad. Es dreht sich. Und. Zack. Ja, der war eigentlich ganz. Der war eigentlich. Also. Von der Richtung her war der eigentlich ganz gut. Ist die Frage, ob er jetzt halt auch tödlich war. Voll tödlich, Alter. Das ist die Frage. Es könnte gut sein, dass der nur. Naja, eine kleine Blutspur hinterlässt. Aber eigentlich von der Richtung her fand ich ihn okay. Naja, gut. Suchen wir uns mal ein anderes Tier, würde ich sagen. Ich gehe natürlich schauen, ob die Blutspur vielleicht doch mittel ist. Groß genug ist. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe nicht so große Hoffnung, dass das geklappt hat. Aber gut, gehen wir mal weiter. Tja, ob es glaubt oder nicht, wir haben das Tier trotzdem tödlich verwundet. Der Schuss war doch gut. Ich darf mich nicht immer verunsichern lassen, aber oft genug sehe ich, dass die Schüsse dann halt eben nicht tödlich sind. Aber gut, in dem Fall war er tödlich und wir gucken mal rein. Ich meine, wir haben ja auch schön die Lunge getroffen. Der Schuss war ja auch in Ordnung. Aber naja, manchmal, gell, man weiß ja auch nicht. Gut. Lungenflügel haben wir wirklich gut erwischt. Sogar ein bisschen Herz. Nehmen wir mit, so. Also ein Ticken weiter links und wir hätten das Herz voll getroffen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ist okay, nehmen wir mit. Ich habe ja schon gar nicht damit gerechnet, dass wir das schießen. Von daher ist das in Ordnung. So, wir werden jetzt mal in den Bereich hier mal fahren. Oder wollen wir mal in den nördlichen Bereich? Ich glaube, wir sollten mal in den nördlichen Bereich fahren, weil dort geile Rothirsche auf uns warten. Obwohl es die auch hier im mittleren Bereich gibt. Aber ich will nochmal nach oben. Wir gehen nach oben, habe ich jetzt festgelegt. So, wen haben wir denn da vorne gefunden? Hallöchen. Weißwedelhirsch auf 3 Sternen. Das ist doch mal ein willkommener Anblick. Und auch noch ganz alleine in der Wildnis unterwegs. Den holen wir uns. Den nehmen wir mit. Ich bin jetzt schon relativ weit im nördlichen Teil der Map. Es ist sehr bergig hier, kann man so sagen. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Aber bisher noch keinen Rothirsch gesehen. Zeit habe ich auch noch mal ein bisschen übersprungen. Ja, damit mal die Tiere ein bisschen älter werden. Aber gut. So, holen wir uns das Tier. Würde ich sagen, der Winkel ist okay. Wir haben eher Gegenwind als Wind von der Seite. Das ist wunderbar. 200 Meter passt eigentlich auch ziemlich gut. Also wir könnten eigentlich straight drauf schießen. So ungefähr würde ich sagen. So. Wir legen uns mal hin. Oh, oder es steht auf. Das ist natürlich noch besser. Dann können wir nämlich kurz warten, bis das Tier den Kopf hebt und dann. Ja, und dann. Hier, der ist doch relativ weit links eingeschlagen. Der Wind hat wohl doch so ein bisschen Einfluss genommen auf den Schuss. Auch wenn es echt wenig Wind ist. Aber naja, gut. Weil ansonsten wäre der halt straight ins Herz gegangen. Aber so, naja. So, Bruder, leg dich doch mal hier hin. So war es natürlich kein Herzschuss. So ging er nur in den rechten Lungenflügel von dem Tier aus gesehen. Rechts natürlich. So, bitte einmal hier Pause machen. Bitte hier Pause. Hallo. Mach's mir doch nicht so schwer, Kollege. Ungefähr hier setze ich die Markierung. Da ist er lang gelaufen. Na gut, er hat jetzt noch so ungefähr 10 Sekunden und dann ist er wahrscheinlich tot. So lange warte ich jetzt noch und dann fahren wir mal hinterher, würde ich sagen. Ja. Ja, wie es aussieht, haben wir doch eher die Hauptschlagader getroffen, wenn ich mir die Blutspur so ansehe. Gucken wir mal rein, würde ich sagen. Der Schuss sah zwar sehr linksseitig aus, aber vielleicht war er doch mittig.
Ich raff's nicht. Wieso ist der so weit außen gelandet? Wir hatten überhaupt keinen Seitenwind und ich habe genau mittig auf den Brustkorb gezielt. Hat die Waffe, kann sein, dass die Waffe ein bisschen verzogen hat oder so? Also das verstehe ich nur wirklich nicht. Wir hatten wirklich sehr, sehr wenig Seitenwind. Ich meine, ja, es war 200 Meter weg, aber ich habe doch genau zentral auf, ne? Auf den Oberkörper gezielt. Und das Spiel will mir jetzt erzählen, dass ich irgendwo hier links getroffen habe. Naja, ich weiß ja nicht. Ne? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich habe gesehen, dass ich irgendwo links, dass der Schuss irgendwo links eingeschlagen ist, aber so? Naja, da kann ich von Glück reden, dass ich das Tier überhaupt getroffen habe, aber, also tödlich getroffen habe, aber das ist doch Schmutz. Ich habe doch mittig gezielt. Also, ich meine, ihr könnt in der Aufnahme zurückspulen. Ich werde mir nachher im Schnitt das auch nochmal angucken. Wir nehmen das Tier auf jeden Fall mit, aber. Das war jetzt ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Manchmal habe ich das einfach, dass der Schuss ganz woanders hingeht, als wo ich hinziele. Naja, okay. Aber es kann ja auch sein, dass die Waffe ein bisschen verzieht. Manche Leute haben auch schon geschrieben, dass andere Waffen wie die, boah, was war das? Die Steyr Carbon CL2 Fullstock. Auf jeden Fall die Carbon Fullstock. Dass die auch zum Beispiel ein bisschen verzieht, haben manche Leute gesagt. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, das zu validieren, wisst ihr? Naja, gut. Hoffen wir mal, dass es nicht dauerhaft ist. So, jetzt gehen wir mal darüber zu den Dammhirschen. Das wäre doch ganz nice. Jetzt ein geiler Dammhirsch. Oh, das wäre schmackhaft. Einmal markieren. War nicht die beste Markierung. Einmal markieren. Die ist besser. So, gehen wir mal rüber. Ja, Leute, eigentlich wollte ich jetzt hier im Wald ein Dammhirsch anlocken. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Weißwedelhirsch angelockt. Es kommt auf jeden Fall hier irgendwas vor mir. Ich höre die Steps. Hört ihr sie auch? Hinten sind sie K-Hirsche. Da mache ich mir auch nochmal eine Markierung. So, und irgendwo vor mir muss jetzt ein Tier sein. Wahrscheinlich ein Weißwedelhirsch mit zwei Sternen oder so. Dann mal 50 Meter schon mal. Aber wo ist er? Oh. Ich kann mich jetzt halt auch nicht groß bewegen, ne? Ich hole nochmal den Locker raus, den ich die ganze Zeit schon benutzt habe. Und dann gucken wir mal. Er müsste ungefähr von frontal vorne kommen. Also, ich stehe halt auch blöd für diesen zwei Bäumen, ne? Das müsste jetzt eigentlich gleich irgendwo hier aus dem Gestrüpp kommen. Haltet die Augen offen, Leute. Gleich geht's los. Jeden Moment. Legit, es müsste schon fast vor mir stehen. Oh mein Gott. So viel dazu, ne? Es stand auch fast vor mir, aber schön. Das hat bestimmt zwei oder drei Sterne, der Weißwedelhirsch. Nice. Hi. Schön, dass du mich besucht hast. Ich habe eigentlich nicht mit dir gerechnet, aber warum nicht? Der Dammhirsch wollte ja nicht kommen. Scheinbar war keiner mit hohen DNA-Werten dabei. Aber du wolltest kommen. 80% und zwei Sterne. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön. Gratis. Einfach so. Einfach auf mich zugelaufen kam das Tier. Wunderbar. Na gut, das ist der Sinn von diesen Locktröten, ne? Aber, naja. Nicht das Tier, was ich erwartet habe. So, jetzt gucken wir mal da hinten. Sikar-Hirsche würde ich nochmal schauen. Und die Dammhirsche müssten irgendwo entlang dieses Flusses sein, theoretisch. Da schauen wir dann auch nochmal. Machen wir nochmal hier so eine Markierung. Da ungefähr sind sie jetzt. Okay. Gut. Gucken wir uns mal weiter um. Okay. Da unten sind sie. Die Sikar-Hirsche. Ich habe leider gar keinen guten Winkel. Ich gebe es zu, aber. Oh lol. Links von mir auch nochmal. 100 bis 140 Meter. Auch nicht schlecht. Naja, Winkel ist nicht gut. Und anlocken kann ich die Tiere leider auch nicht. Zumindest wüsste ich noch nicht, ob es dafür eine Locktröte gibt. Ich glaube nämlich noch nicht. Da hinten hat man ein erwachsenes Tier. Könnte man machen, muss man aber nicht. Ich bin der Meinung, hier war noch irgendwo ein ausgewachsenes. Oh, da ist noch ein Tier. Ein erwachsenes. Ja, erwachsenes Weibchen zu schießen ist halt auch so eine Sache, ne? Kann ich auch drauf verzichten. Allerdings habe ich jetzt kein ausgewachsenes Männchen gesehen. Deswegen bin ich fast verleitet, doch irgendwie ein Weibchen abzuschießen. Aber ich finde auch das ausgewachsene Weibchen, was dabei war, nicht mehr. Wenn halt dieser riesige Baum hier nicht im Weg wäre, dann würde ich da auch ein bisschen mehr sehen. Es scheint auf jeden Fall nur ein Männchen zu geben.
soweit ich das jetzt beurteilen kann, das will ich ungern schießen. Deswegen wäre mir dann doch das ausgewachsene Weibchen, was ich vorhin gesehen habe, lieber. Aber das scheine ich nicht mehr zu finden. Was machen wir? Schießen wir uns. Oh, hier. Oh, auch noch erwachsen. Was machen wir? Das Tier steht halt schon am besten, ne? Das Tier nicht zu schießen, wäre eigentlich schon fast verschwendet. Ah, im Endeffekt hat es dann 80% DNA-Wert oder mehr, aber. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Wir schießen das jetzt, weil das ist unsere beste Gelegenheit. So, der hat auch mal gesessen. Wunderbar. So, links von mir ist die Frage, hauen die Tiere jetzt auch ab? Die Tiere vor mir auf jeden Fall, aber links von mir höre ich keine Geräuschblasen. Vielleicht sind die Tiere noch da. Ich meine, gut, bringt mir eh nicht viel, da ich sie nicht sehe durch das ganze Gestrüpp, aber. Vielleicht begegne ich ihnen ja zufällig. Oh, gut. Rothirsche übrigens immer noch nicht einer gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die so weit im Norden gibt oder ob es die nur zentral gibt. Ich hoffe, ich finde noch welche. Dafür bin ich ja eigentlich hier hochgekommen, um ein paar richtig geile Rothirsche zu finden. Aber gut. Moment, wir können doch auch einmal gucken in der Enzyklopädie bei den Rothirschen, wo die leben. Macht's vielleicht einfacher. Hier, Neuseeland-Rothirsche lebt in Grasland im Auwald. Checken. Steht das hier nicht dran? Hochland? Hochland? Wo ist denn Auwald? Ist das ganz rechts Auwald? Steht nicht dran, ne? Also hier, das ganze rechte Gebiet hat ja gar keinen Namen. Also oben links ist Auwald. Da könnten wir Rothirsche finden wahrscheinlich. Hochland, Hochland. Und hier ganz am Rand waren doch aber auch Rothirsche. Ist hier nicht auch Auwald? Ich meine, es ist ja auch Wald. Also es würde Sinn machen, fände ich, oder? Naja, wir werden es herausfinden, wenn ich hier noch ein bisschen unterwegs bin. Entweder ich finde Rothirsche oder nicht, ne? Das sind die zwei Optionen. So, den Kollegen habe ich ja auch gefunden. Wunderbar. Vermute mal, er hat einen halbwegs okayen. Oh, er hat einen recht schlechten DNA-Wert. Ich dachte, der wäre okay, weil das Geweih sieht halt, ne? Sieht halt symmetrisch aus, was soll ich sagen? Nicht sehr groß. Aber das Tier muss ja auch nicht sehr alt sein. Okay. Ja, war in Ordnung. War in Ordnung. Konnte man durchaus abschießen. Ne? Gut, jetzt gehen wir mal am Fluss entlang in der Hoffnung, dass wir noch ein paar Dammhirsche und vielleicht, oh, entschuldigt den Schluck auf, vielleicht auch Rothirsche finden. Okay. So, auf dem Weg zu der markierten Stelle laufen mir doch hier tatsächlich noch ein paar Sekarhirsche über den Weg. Ja, geil, ey. Das finde ich am besten, wenn sie mir einfach entgegenkommen, ich hier nichts machen muss. So, da platzieren wir mal einen geilen Hochsitz. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, die sind natürlich straight auf dem Weg zu mir. Besser können sie nicht laufen. Wir haben auch noch Gegenwind. Also optimal. Jetzt wäre es auch optimal, wenn die Tiere noch ein Stück näher kommen würden, damit ich auch die Bewertung sehen kann. Aber gut, wir gucken erstmal durch unser Scope. Wir haben zwei Männchen und vier Weibchen. Das Männchen hier sieht wahrscheinlich am prächtigsten aus. Oder, obwohl, das hier könnte auch. Ich weiß gar nicht. Die könnten ungefähr gleich alt sein. Die Frage ist, ob sie schon ausgewachsen sind. Weiß ich nicht. Das Tier sieht ausgewachsen aus, denke ich. Aber sonst? Wir gucken mal. Also sie könnten ausgewachsen sein. Will ich gar nichts gegen sagen. Ja, aber dann müssten sie noch ein paar Meter näher kommen. Aber so, der ist ausgewachsen, wie ich gesagt habe. Das Weibchen. So, und jetzt die Frage, was ist mit den Männchen? So, 275 Meter sind sie dran. Okay, erwachsen. Und erwachsen. Gut, wir werden das Weibchen abschießen. Schade eigentlich, schade. Aber die Männchen, die sollen erstmal ausgewachsen werden. Danach können wir die immer noch mitnehmen. Irgendwann. Eines Tages vielleicht. Also, nehmen wir uns das Weibchen vor. 250 Meter entfernt, aber Gegenwind sollten wir hinkriegen. Einfach, wenn es den Kopf hebt, schön auf die Brust schießen und dann sollte das Ganze ganz easy klappen. Oder? Denke ich nämlich. So, geh mal zur Seite. Sonst bist du der Nächste. So. Scheiße, der war nicht gut.
Oh nein, was mach ich? Puh, das war peinlich. Ich sag's wie es ist, das war peinlich. Ich weiß nicht, warum ich bei dem ersten Schuss so früh abgedrückt habe. Ich war ungeduldig. Ich habe viel zu tief hier auch gezielt, oder? Viel zu tief. Ich meine, ich habe 200 Meter eingestellt und das Tier war 250 Meter entfernt. Das habe ich mir dabei gedacht. Naja, gut. Da war ich ungeduldig einfach. Aber egal, wir haben das Tier. Es musste trotzdem nicht lange Qualen erleiden. Nur 3 Schüsse einstecken. Naja. Hier sieht man es viel zu tief einfach. Was habe ich mir dabei gedacht? Und der nächste auch. Was habe ich mir dabei gedacht? Und hier oben habe ich wenigstens die Lunge getroffen. Immerhin, immerhin. Aber alles andere war grauenhaft. Schnell einpacken. Schnell weg damit. Gut, das hätte deutlich besser laufen können. Ich hatte genug Zeit und ich habe es versäppelt. Naja, okay. So, dann gehen wir jetzt mal darüber, wo ich markiert habe, an den Fluss. Und hoffen mal, dass dort noch ein bisschen was los ist. Natürlich doof, jetzt hier durch den dichten Wald zu fahren, weil ich nicht sehe, wer hier wartet. Aber sobald ich im Gebiet des Flusses bin... Nee. Nee. Okay. 2 Sterne erwachsen. Okay, Leute, wir lassen... alles gut. Er soll weiterleben. Aber wir haben jetzt einen Beweis dafür, dass es Rothirsche hier gibt. Oh. 2 Sterne und erwachsen. Der sah legendär aus. Also das Geweih war ja mal wieder... Huhu. Wunderbar. Okay, ich glaube, dem Fluss zu folgen könnte eine gute Idee sein. Gucken wir mal, was wir hier finden. Dem werden wir nicht folgen, weil der war zu gut. Den können wir nicht einfach abschießen. Das wäre nicht gut. Okay. Dann folgen wir dem Fluss südwärts, nordwärts, ja südwärts. Da kommt nochmal ein kleiner See. Ich denke, das ist okay. So. So Leute, jetzt könnte es ganz nice werden. Da drüben 150 Meter entfernt habe ich Rothirsche gehört. Und da hinten haben wir, oh, das ist ein Weißwedelhirsch und Dammhirsche. Oh, hier eben ist ein 3 Sterne Weißwedelhirsch von mir weggerannt. Mit ein bisschen Glück ist er das sogar. Was sehen wir da? Da läuft auch irgendwas. Wahrscheinlich eine Hase oder so über den Boden. Oh, hier könnte geil werden, Leute. Ich sag doch, der See hier, wo sich die 3 Flüsse treffen, das ist der Place to be, Leute, ganz ehrlich. So, wir laufen mal ein bisschen aufrecht. Ich hoffe, die Rothirsche sehen mich nicht direkt. Ich habe sie ja auch noch nicht gesehen. Die werden wahrscheinlich am See chillen und dort genüsslich einen saufen, Alter. Und dann werden wir gleich mal vorbeischauen. Aber zunächst... Ich würde gern zuerst bei den Dammhirschen vorbeischauen, glaube ich. Weil die habe ich halt im Blick. Die sehe ich halt, wo sie sind. Oh. Wie mies. Da stehen sie einfach. Dreist mitten auf der Straße. Und ich hab's verpasst. Ich dachte, ich habe mich so sehr auf die anderen Tiere konzentriert. Ich hätte jetzt gedacht, ach scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So eine riesige Herde auch noch mitten auf der Straße. Naja, gut. War eh nur ein ausgewachsenes Tier dabei, habt ihr gesehen? Die müssen eh noch ein bisschen reifen, würde ich sagen. Okay, naja gut. Kann man nichts machen. Aber wir haben ja noch Rothirsche hier. So, hier sind auf jeden Fall öfter mal Rothirsche unterwegs, wie man sieht. Das ist wirklich der Place, sage ich euch, Leute. Der Place to be. So, was ist mit dir? Kollege, Bratwurst, 3 Sterne. Das kann sich sehen lassen. Leider sehe ich die Dammhirsche nicht mehr. Ich stelle mal kurz den Hochstand auf, weil ich habe das Gefühl, die sind in so einer Senke oder so. Wo ich sie gerade nicht so gut sehen kann. Na, sieh mal einer an. Ich hatte recht, da sind sie nämlich. So, Dammhirsch 2 Sterne. Oder Weißwedelhirsch 3 Sterne. Was sagt er? Wir können nur einen schießen von beiden. Denn ansonsten verschrecken wir die Rothirsche, die da hinten chillen. Und das wollen wir ja nicht. Ganz ehrlich, folgendes. Der Dammhirsch sieht aus, als könnte er noch ein bisschen älter werden. Ganz ehrlich, er sieht noch nicht sehr grau aus. Ja, der hat noch viel Farbe. Das Geweih ist ein bisschen schief. Aber der Kollege da hinten, der sieht sehr alt aus. Ja, der sieht aus, als hätte er seine maximale Lebenszeit erreicht und so. Ich würde den Weißwedelhirsch schießen. Auch wenn der Dammhirsch natürlich sehr viel schöner ist hier irgendwie. Also nicht vom Geweih her, aber so generell. Machen wir das so. Nehmen wir den Kollegen mit. 250 Meter. Diesmal sollte ich ein bisschen höher zielen als beim letzten Mal.
Und auch ein bisschen weiter nach links vielleicht schießen. Ja, genau, dreh dich doch noch ein bisschen. Das ist doch optimal. Wollen wir so schon schießen? Wir könnten jetzt auch so schon drauf schießen. Könnte auch schon klappen. Ja, obwohl sie ist noch viel besser. So ist viel besser. Zack. Jawohl, das könnte sogar ein Herztreffer gewesen sein. Große Menge Blut auf jeden Fall. Zack, Markierung. So, und jetzt müssen wir halt vorsichtig sein, dass wir die Rothirsche nicht verschrecken. Drüben ist auch nochmal ein Weißwedelhirsch offensichtlich. Okay. Ist er jetzt da irgendwo liegen geblieben? Naja gut, allzu weit kann er nicht gekommen sein. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe darauf, dass die Rothirsche noch da sind. Aber ich glaube nicht, dass sie davon jetzt abgehauen sind. 220 Meter ist schon eine gute Entfernung. Ich denke, die könnten noch da sein. So, was ist denn jetzt hier? Hier war doch noch ein Weißwedelhirsch. Okay, du bist es nicht. Egal, was auch immer. Jetzt gucken wir erstmal nach den Rothirschen. Das ist mir nämlich wichtiger. Dafür sind wir ja eigentlich auch hier. Jetzt muss eigentlich vorsichtig sein. Ich bin nicht so weit weg. Ja, die Tiere sind schnell alarmiert. Das wollen wir ja nicht. Ich sehe mal wieder nichts, gell. Ich glaube, ich muss nochmal so einen Hochstand aufstellen, weil ansonsten wird es schwierig mit der Sicht. Ist aber eine schöne Gegend hier. Also so generell gefällt mir. Eine gute Mischung aus Land, Wasser und ja, Wäldern. So, tja, was soll ich sagen? Ich sehe keine Rothirsche. Ach, shit, jetzt sind die irgendwo im Wald. Wie soll ich die finden? Hoffen wir mal, dass die Tröde vielleicht ihre Arbeit leistet. Das war kein Rothirsch, der mir gerade geantwortet hat. Aber gut, gucken wir mal nach dem Kollegen da hinten. 2 Sterne und erwachsen, ja Mensch, das ist schon gute Voraussichten. Aber dich wollen wir natürlich auch leben lassen, ganz, ganz klar. Gut, ja, Rothirsche, ich weiß nicht, Leute. Es sieht schwierig aus, ob wir die Folge noch welche kriegen. Ich weiß es nicht. Doch. Da! Oh, 4 Sterne Rothirsch! Jawohl, da kommt er. Da sind wir dabei. Er ist direkt auf dem Weg. Oh yes! Oh yes! Oh, zeig mir dein Geweih, mein Bruder. Komm und zeig mir dein Geweih. Oh, oh, oh. Zeig mir deine Pracht, mein Freund. Och Leute, das macht mich jetzt schon sehr happy, muss ich sagen. Ich habe drauf gehofft. Und da ist er, der Rothirsch. Und auch noch 4 Sterne. Die andere Herde hatte nur einen 2-Sterne-Rothirsch. Maximal. Und hier kommt er. Oh, yes. Guckt euch das an, ey. Geil. Geil. Okay. Lassen wir ihn noch ein Stück näher kommen. Und dann dürfen wir auf gar keinen Fall daneben schießen. Wenn ich den verkack, Leute, dann bin ich traurig. Bis ans Ende meiner Tage. Oh, da ist er. Guckt euch dieses Prachtstier an. Ja, richtig geil. Oh, und er bleibt auch noch stehen für mich. Na dann, mein Freund, es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Clean! Oh, herrlich. Oh, herrlich, Leute. Dann hol mir mal den Prachtskerl, den wir da erlegt haben. Leute, ich komme nicht drauf klar. 4 Sterne kam er einfach aus dem Wald. Herrlich. Ob da noch mehr sind? Vielleicht. Vermutlich inzwischen nicht mehr, aber vielleicht. Vielleicht war der auch alleine. Das wäre noch krasser, wenn der einfach alleine unterwegs war und wir haben ihn gefunden. Ah, ich bin glücklich. Herrlich. Schauen wir uns den Kollegen an. Ich denke, er hat so um die 90% DNA-Wert. 90 oder irgendwas um die... Naja, Ende 80 wahrscheinlich. Oh. Kollege, schön, dass wir uns getroffen haben. Oh, guckt euch das an. Also, ne? Wenn der Kollege auf dich zurennt, Game Over. Digga. So, guck mal rein. Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Erstmal war das natürlich ein geiler Schuss, ne? Herzschuss, so wie er sein muss, so wie er im Buche steht. Rein. Schön. Dann
Geh mal rein. 81% in Arbeit nur. Okay, ist sehr viel weniger, als ich gedacht habe. Anfang 80, aber 4 Sterne dafür. Guck mal kurz in die Trophäenwertung. Auch nur 390. Hä? Was ist hier los? Also die Tiere haben scheinbar sehr schnell sehr hohen Sternenwert. Aber ich meine, wenn man sich das anschaut, ist das verständlich, denke ich. Und das Tier hat nur 81%. Wow, Wahnsinn. Also ihr könnt ja mal die Zacken zählen, ne? Ich weiß nicht, was der Indiz ist für hohen Sternewert, aber wahrscheinlich einfach fettes Geweiß, einfach ein Hinweis auf einen hohen Sternewert. Krass. Wunderschönes Tier. Wirklich wunderschön. So, der kommt natürlich in die Ausstellung. Ich wäre dumm, wenn ich ihn nicht in die Ausstellung aufnehmen würde. Und jetzt würde ich sagen, holen wir nochmal den anderen Kollegen, den Weißwedelhirsch. Auch nochmal 3 Sterne. Dann hatten wir heute 3x3 Sterne und 1x4 Sterne. Und das 4-Sterne-Tier war natürlich mein absolutes Highlight. Okay, cool. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Ein Tier werden wir uns noch schießen. Es wird wahrscheinlich kein Tier sein, was die Tiere, die wir jetzt geschossen haben, noch toppen wird. Aber eins ist noch drin auf jeden Fall. Holen wir mal den Weißwedelhirsch und dann geht's weiter. Okay, da haben wir noch unseren Weißwedelhirsch. 3 Sterne auch mal wieder. Wunderschön. Das war okay, ein bisschen hoch. Beide Lungenflügel erwischt, wunderbar. Ja doch, ist okay, auf die Distanz kann man machen. Guck mal rein. Alter, 86%, mehr als der Rothirsch. Trotzdem nicht ganz so prächtig. Aber doch schon ganz prächtig. Es sieht immer aus, als würden die eine Krone tragen, diese Tiere. Auch doch ganz schön. Gucken wir mal hier rein. 402 Punkte bei der Trophäenwertung. Ja, ich nehme mal mit. Auch du kommst in die Ausstellung. Du darfst neben dem Rothirsch dann Platz nehmen. Das ist doch eine Ehre. Die kriegt nicht jedes Tier zuteil, diese Ehre. Ja, du solltest sie glücklich schätzen. Wahrscheinlich wird er nie neben dem Roter stehen, aber irgendwann vielleicht. So, dann suchen wir jetzt mal unser letztes Tier. Ich würde ganz gern mal hier in die Schlucht reingucken. Vielleicht da unser letztes Tier schon auf uns wartet. Guckt mal da unten. Da wartet auf jeden Fall schon ein Tier, aber wahrscheinlich kein schönes Tier. Wenn die Dammhirsche noch da wären, ich würde sie nochmal mitnehmen. Ne, den 2-Sterne-Dammhirsch, den wir vorhin abgewiesen haben. Wenn ich ihn jetzt nochmal finden würde, ich wäre dabei. Aber hier ist leider nicht so viel los. Hier drüben ist wahrscheinlich irgendwo noch der Weißwedelhirsch. Auch erwachsen wollen wir aber nicht. Dann gehe ich einfach nochmal suchen, Leute. Ein Tier werde ich ja wohl noch finden. Da vorne ist auch nochmal ein Lagerplatz. Da gibt es auch nochmal eine Mission bestimmt. Naja, ich gucke mich um. Wenn das hier mal kein guter Spot ist, Leute, weiß ich auch nicht. Oh! Damn, wir haben Rothirsche. Nochmal 3 Sterne, geil. Da unten haben wir Weißwedelhirsche. Auch nicht schlecht. Wollen wir aber nicht. Haben wir genug. Ach, schon wieder 3 Sterne, ne? Also hier gibt es auch echt geile Weißwedelhirsche. Da drüben haben wir noch einen Rothirsch. Oh, Leute, also wilde Schweine haben wir auch. Wenn ihr einen Spot sucht, Leute, hier ist der Spot. Hier gibt es so viele Tiere. Hier, ne, wo sich die Flüsse kreuzen. Ey, hier müsst ihr einfach hin. Hier ist geil. Wirklich. Und da drüben sind schon die nächsten Rothirsche. Also Rothirsche gibt es hier halt auch richtig, richtig viele. Da hinten ist auch irgendein Tier. Also, oh. Da auch nochmal Schweine. Also egal, wo man hinschaut, überall ist hier Leben. Und das kann man nur lieben. Und jetzt holen wir uns noch einen Rothirsch, würde ich sagen. Oh. Wo ist er? Wo ist er, der 3-Sterne-Kollege? Ich habe ihn doch vorhin noch gesehen. Der soll mal rüberkommen. Dann halt noch diese Anhöhe hier. Also es ist wirklich einen schöneren Ort, könnte ich mir gerade echt nicht vorstellen. Das ist, sag ich mal, ungefähr gleichwertig mit, wie hieß die Map? In Transsilvanien, ganz im Osten, wo ich da immer bin. Das ist ungefähr gleichwertig zu diesem Ort, finde ich. So, da kommt auch unser nächster Freund. Oh, wie geil die aussehen, Leute. Die sehen so geil aus, ich fasse es nicht. So, legen wir uns mal hier hin, an die Kante. Da brauchen wir auch keinen Hochstand, das ist easy. Ja, ja, Rothirsche überall. Ich lieb's. So, und dann hier haben wir einen guten Winkel. Ja, hier ist auch nicht so viel Gras im Weg. Da können wir uns ja den Kollegen einverleiben. So,
Wenn jetzt der Busch der Meinung ist, er muss meine Kugel blocken, werde ich wütend. Aber ansonsten ist das eigentlich ein recht guter Winkel, ne? Hammer. 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 Einfach Hammer. So, jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, ob er auch wirklich seinen Kopf nach unten senkt. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Es ist... Ja, Leute, was soll man sagen, ne? Ich meine... Wir nehmen das noch mit. Es kommt vielleicht nicht in die Aufnahme, das Tier. Aber wir nehmen es noch mit. Ich meine, tödlich verletzt haben wir es auf jeden Fall. Das habt ihr ja wohl gesehen. So, da ist noch ein Weißwillhirsch. So, da geht er zu Boden, mitten im Fluss. Ja, meinetwegen. Da ist ein schöner Ort, da finde ich dich wenigstens. Da ist der nächste Rothirsch. Ach Leute, ich lieb's hier wirklich. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, aber das ist doch mal wirklich eine Location, an der ich mich wohlfühle. Ach, schön. Okay, holen wir mal unseren Kollegen im Fluss und den anderen Kollegen holen wir auch noch. Obwohl, das mache ich vielleicht offscreen. Ich meine, das war jetzt nur ein ausgewachsenes Weibchen oder ein erwachsenes Weibchen. Das ist jetzt nicht so spannend. Wir fahren mal kurz hier vorbei, um die Blutspur abzuchecken. Ja, damit ihr auch seht, dass ich kein Schabernack erzähle. Hier, mittlere Menge Blut. Und das hole ich dann aber später, das Tier. Das wird sonst nur unnötig zu lang, das Video. Bitte sei nicht noch am Leben. Er ist noch am Leben, war zu erwarten, ehrlich gesagt. Gut, komm. Mach's mir nicht so schwer. Leg dich hin. Och, Leute. Was soll ich sagen? Es ist halt einfach geschenkt eigentlich. Noch ein 3-Sterne-Weißwedelhirsch. Kostenlos. Och, er dreht sich sogar noch. Och, schöner könnte es nicht sein. Och, heute. Leute, heute ist geil. Heute ist einfach ein geiler Tag. So, und auch der geht zu Boden. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein Herztreffer gewesen ist. Geil. Einfach geil. Wir haben fünfmal. Warte mal, wir haben 2 Weißwedelhirsche. Ein anderes Tier auf 3 Sternen. Was war das? Ein Sikarhirsch? Ne, was war das? Wir haben 3 oder 4 Tiere mit 3 Sternen heute geschossen. Ein Tier mit 4 Sternen. Wir haben sogar unten noch einen Rothirsch mit 3 Sternen. Der hier, wir haben sogar 4 oder 5 Tiere mit 3 Sternen heute geschossen. Und aber auch was für welche. Herrlich, wunderschöne Tiere. Der Schuss hier war auch wunderschön. Ging straight aufs Herz zu. Hat das Herz leider nicht erreicht. Massiver Typ, aber ist egal. Reicht trotzdem aus. Auch nur 74% und trotzdem ein Prachtskerl. Oh. Auch du kommst mit in die Ausstellung. Solche Tiere kann ich einfach nicht. Die kann ich einfach nicht verkaufen. Die brauche ich für mich selber. Ach, wunderschön, Leute. Wunderschön. So, weiter zum nächsten Tier. Das liegt auch direkt da vorne. Ich glaube, wir haben 3 Weißwedelhirsche heute mit 3 Sternen. Einen Rothirsch mit 3 Sternen. Und wir hatten doch noch ein Tier mit 3 Sternen. Was war das? Ach, ich kann es mir leider nicht so gut merken. Vielleicht ein CK-Hirsch oder so. Aber ich glaube, der hatte keine 3 Sterne. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. So, hier, Kollege. Auch das Herz getroffen und die Lunge getroffen. Oh, schön. Schön, schön, schön. 72%. Auch du bist ein wunderschönes Exemplar, aber dich werde ich jetzt mal verkaufen. Ja, allzu viele brauche ich jetzt auch nicht davon. Das war geil heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wie geil ihr die Ausbeute fandet. Oder auch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Eine Folge wird es hier noch geben auf der Map. Danach rotieren wir wieder durch die Maps durch. Vielleicht wird es die Tage auch mal was anderes geben. Also ein ganz anderes Spiel mal, wo ich zwischendurch mal eine Folge aufnehmen wollte. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Lasst euch einfach überraschen. So, und damit verabschiede ich mich von euch. Es war mir eine Ehre, heute mit euch zu jagen. War wunderbar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, liebe Leute. Das andere Tier hole ich noch, das müsst ihr euch nicht mit anschauen und ein so eine Ente schießt man noch ab und dann verabschiede ich mich von euch. Zack, so, damit soll es das gewesen sein. Die können wir noch einsammeln schnell, die anderen Tiere können ruhig weiterfliegen. Ich will es nicht übertreiben, weil ansonsten dauert das nur wieder ewig hier. Und ja,
schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst's krachen und ciao, ciao.